18. Spieltag in der Regionalliga West. Der SC Fortuna Köln trat an im Grenzlandstadion in Mönchengladbach gegen den Nachwuchs des Bundesligisten und mit der Empfehlung, in dieser Saison noch ungeschlagen zu sein gegen ein U23-Team. Und diese Serie wollte man natürlich auch nach 90 Minuten noch innehaben. Die Devise dafür war klar: hinten kompakt stehen, den spielerisch stärkeren Gegner kommen lassen, um dann überfallartig zu kontern. Am besten über die Außen, am besten über ihren schnellsten, Silvio Pagano, der Italiener. Zum ersten Mal durch, die Flanke ist irgendwie kurios und der Ball trudelt dann ins Tor. 1:0, die Führung für die Fortuna nach 9 Minuten durch Silvio Pagano. Natürlich durch Silvio Pagano. Wer sonst bei den Kölnern hat momentan so einen Lauf wie schon in Koblenz, wie schon letzte Woche gegen Ferl, ist es der 26-Jährige, der seine Mannschaft früh in Führung bringt. Damani erkennt die Situation, die linke Defensivseite der Gladbacher komplett verwaist und der junge Schlussmann, Jannis Blaswig, trägt auch einen gehörigen Anteil dazu bei, dass der Gast hier früh jubeln darf. Pagano im Übrigen mit Saisontor Nummer 7. Die Gladbacher also kalt erwischt und sie taten sich auch extrem schwer, überhaupt mal in den 16er zu kommen. Die Flanke von Erik Schaaf findet keinen Abnehmer. Die Innenverteidigung um Oliver Laux, trotz der Abwesenheit von Kapitän Schäfer, anfangs sehr stabil. Die jungen Gladbacher zwar mit deutlich mehr Ballbesitz, aber Aktionen wie hier, dass sie sich mal durchkombinieren können, durch die Mitte, die gab es viel zu selten. Und Pagano, der kann nicht nur Tore schießen, sondern auch nach hinten arbeiten. Der Boden im Grenzlandstadion aufgrund des vielen Regens der letzten Tage extrem aufgeweicht. Bieler profitiert hier von einem Platzfehler. Sein Schuss noch die gefährlichste Aktion der Hausherren nach 25 Minuten. Die Fortuna im Anschluss darauf bedacht, auch mal wieder was nach vorne zu machen. Und wenn es gefährlich wurde, dann natürlich nur über Pagano. Blaswig, der Schlussmann, sah auch in dieser Szene nicht wirklich sicher aus. Trotzdem, diese Aktion war der Startschuss zur besten Phase der Fortuna in Halbzeit 1. Der Pass von Montabell, Punkt genau auf Pagano. Der Schuss abgefälscht, Blaswig diesmal klasse. Und im Endeffekt ist es Muhittin Baztürk, der Innenverteidiger, der den Ball von der Linie kratzt und die Gladbacher so vor einem höheren Rückstand bewahrt. Die Szene aber ungeschnitten. Schneller Einwurf auf Montabell, wieder der Stürmer als Vorlagengeber für Silvio Pagano. Gano, ein 2:0 in dieser Phase wäre aufgrund der Qualität der Torchancen durchaus verdient gewesen. Die Gladbacher kamen mit Wut aus der Pause, kamen mit Dovidat und sie kamen zum Ausgleich nach 49 Minuten. Auch weil die Fortuna hinten nicht mehr mit der nötigen Härte agierte. Sie ließ den Gladbachern jetzt den Raum zum Kombinieren und das nutzte die junge Fohlenelf natürlich aus. Lukas Rupp auf den eingewechselten Potschuss, der setzt sich durch im Zweikampf gegen Yilmaz. Dovidat, der Torschütze, raus auf Bieler. Gitzen gibt nur Geleitschutz. Kaczunga in der Mitte, 10 Minuten nach der Pause. Sah Uwe Koschinat seine Defensive nach und nach auseinanderfallen, sah sozusagen das Unheil kommen. Die Gladbacher spielten die Kölner in dieser Phase regelrecht an die Wand. Der Rechtsverteidiger, Sascha Tobor, mit ganz viel Platz, mit ganz viel Raum. Die Flanke ist gut. Kaczunga mit zu viel Zeit zum Überlegen. Sela natürlich auch mit einer klasse Reaktion. Auch nach Standards. Die junge Fohlenelf immer wieder gefährlich. Diesmal ist es Schaaf, der an den Ball kommt. Der Ball aber geht neben das Tor. Trotzdem, es kam, wie es kommen musste, weil es so einfach war. Ging es zur Abwechslung mal durch die Mitte. Potschuss auf Kaczunga. Und diesmal lässt sich der U20-Nationalspieler nicht lang bitten. 2:1, 60. Minute. Rückstand gedreht. 12. Saisontor für Kaczunga. Ein Mann, an dem eventuell auch Lucien Favre demnächst seine Freude haben wird. Was war los mit der Fortuna? Es drohte die dritte Niederlage nach einer Führung in dieser Saison. Die 5. insgesamt. Koschinat reagierte, ja klar, brachte nach 70 Minuten Moritz die zweite nominelle Spitze neben Montabell. Er sorgte direkt für Belebung in der Offensive. Aber im Endeffekt waren es die 15 schwachen Minuten nach der Pause,
die der Fortuna das Genick brachen. Natürlich bäumten sie sich auf. Moritz mit dem Kopf nach der Flanke von Heinze. Aber es fehlte hinten raus auch so ein wenig die spielerische Klasse, um noch einmal für Gefahr zu sorgen vor dem Gladbacher Tor. Kaspers irgendwie zu Ende, der irgendwie zu Montabell, der nochmal raus auf den Rechtsverteidiger Heinze, der versucht mit brachialer Gewalt, Blaswig diesmal mit starkem Reflex, das noch die beste Möglichkeit in der Schlussphase hier zum Ausgleich zu kommen. Die Borussia in der Nachspielzeit noch mit der Chance auf ein drittes Tor, Potschuss scheitert an Sela, es nützte alles nichts. Die Fortuna verliert das letzte Auswärtsspiel des Jahres mit 2:1 bei der U23 von Borussia Mönchengladbach und muss sich zum ersten Mal in dieser Saison gegen ein Nachwuchsteam geschlagen geben. Am Freitag gastiert dann Rot-Weiß Essen im Südstadion.